So, herzlich willkommen hier zu Assassin's Creed Black Flag wieder mal. Ja, wie man jetzt hier auf der Karte schon sehen kann, ich war ein bisschen fleißig. Die ganzen Truhen, die ganzen Shanties, die ganzen Liederblätter, die man hier sammeln kann, ist schon alles ziemlich weg. Assassinenaufträge habe ich auch schon ein paar gemacht, habe ich allerdings momentan noch keinen gezeigt. Einen habe ich noch genau deswegen mal übrig gelassen und den machen wir jetzt erst gleich mal noch. So, Assassinenaufträge, vielleicht kennt es jemand aus älteren Teilen. Sind im Prinzip ähnlich geblieben. Man hat wieder irgendwo eine Annahmestelle. In dem Fall meist hier so ein Vogelkäfig. Da kriegt man dann irgendwelche Aufträge. Meistens sind es einfach nur Meuchelaufträge. In dem Fall hier soll man einen Kaufmann, der ein Templer, einen Kaufmann der Templer, der Havanna besucht, den soll man eliminieren. Gut, machen wir das doch gleich mal. Kriegen wir leider nur, also in Anführungsstrichen, nur Gold dafür. Aber ja, ist eine recht nette Nebenbeschäftigung, sag ich mal. Unser Ziel markieren wir gleich mal. Und dann erstmal den Ort des Geschehens erreichen. Ah. Ab und zu ist die Steuerung leicht schwammig. Ja, genau. Genau sowas meine ich. Okay, noch 100 Meter. Naja, kommen wir ja langsam näher. Tja. Mal runter da. So, jetzt sehen wir schon, dass irgendwo da hinten unser Kerl hier ist. Machen wir Adlerauge an und schauen wir mal, wo er ist. Da hinten. Okay. Ziemlich weit weg und dort ein Sperrgebiet. Das ist schlecht. Da sollten wir nicht rein, weil ansonsten sehen uns die Wachen sofort. Gut, der bewegt sich da. Auf den Schiffen hier sind es auch Wachen. Ja. Ah, das ist gut. Ah, ich glaube, da wollen wir jetzt am besten mal den Seeweg. Wasser. Wir können hier eine bestimmte Zeit lang tauchen. Also tauchen wir uns doch einfach mal an den ran. In dem Fall, wenn wir tauchen, sehen uns die Wachen nicht. Jetzt gehen wir mal hinter das Boot und probier mal, dass man so kriegen. Oh, das wird eng, ob wir da noch rechtzeitig hinkommen. Oh. Ja, jetzt aber wieder hoch. Ah, das war eng. Mal schauen, wie weit er jetzt rüberkommt. Ah, das ist super. Oder kommst du bis vor? Dann tut er nicht, aber der wird sich bestimmt umdrehen. Doch, er kommt vor. Ha, Attentat. Und da haben wir ihn. So, damit hätte man nun alles hier in Havanna geschafft. Oh, da liegt er. Das wollen wir uns aber trotzdem nicht entdecken lassen. Oder, naja. Eigentlich können wir jetzt über Schnellreisemenü wieder gehen, dass wir wieder zu unserem Hauptauftrag zurückkommen. Schnellreisemenü funktioniert ganz normal hier über die Karte und jeden Aussichtspunkt, den man einmal entdeckt hat, zu dem kann man mit Steuerung in dem Fall eine Schnellreise durchführen. Das machen wir jetzt mal, das ist der, wo unser Ort des Geschehens hier am nächsten ist. Und da sind wir auch schon wieder. Was ich auch ziemlich oft und gerne immer benutze, sind einfach die Wegpunkte zu setzen hier über die Karte. Dann wird dann halt auch genau die Entfernung angezeigt, wie viel Meter man noch rennen muss. 30 Meter. Zum Tor. Ja, okay, das hätten wir jetzt wahrscheinlich auch noch so geschafft. Mr. Babol. Ja. Schauen wir mal. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor.
mal. Wunderbar. Dann mal immer rein. ¿Ese es el hombre? El, ¿cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Ich habe keine Ahnung. Cállate. Von Spanisch, aber scheinbar todos reden sie hier irgendwie über mich. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Llévame ese en alta mar. Sé indulgente con él. So, da wären wir. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traf sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen. Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht. Doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, danke? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. So, wie schießen wir denn? Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch hinderten sie ihn am Schwimmen. Leider. Hört, hört. Hält gut durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe 4 Kugeln fasst und nicht andersherum. Ich soll mit einem englischen Freund von mir treffen, Julien. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique. Das wird später bestimmt nützlich sein. Auf den Gastgeber sprechen? Okay. Erstmal nachladen. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Ups. Nachladen und so ist blöd. Ja, nachladen. Egal, ich schieß trotzdem nochmal. Danke. Wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah. Beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. Okay. Wo zur Hölle sind wir hier? 2 Klingen, so will es der Brauch, oui. Brauch, hi. Danke. Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Okay. Legt los! Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber.
zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Ah, Heuhaufen. Okay. Dann wohl zu dir her. Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Wie geht's weiter? Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. An Ecken. Okay, hier. Ah ja, geh weg doch. Mein Freund, ein cleverer Trick. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Ja, Luft. Seid ihr es gut? Ja, da muss ich erstmal laufen können. Ah, jetzt. Geht doch. Oh, nimm mal den gleich. Magnifique. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Oh, den da. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher Ib. Wunderbar. Dann wieder hinterher. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schafften es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht, doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir, konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Endlich beisammen und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Okay.
Okay, das heißt jetzt wohl, wir sind Templer? Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her, seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Ja, seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, sind jetzt ernsthaft Tempel. Eine solche Macht zu haben. Okay. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums. Und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann klingt namens Roberts. Klingt irgendwie ein bisschen nach NSA. Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, mein Herr, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen. Der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Na dann mal Prost. Ich glaub's nicht, wir sind jetzt ernsthaft Templer. Naja. Mal schauen, vielleicht dreht sich die Sache Schlaf ja noch gut, irgendwie. Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellent. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. Ja, jetzt aber weg hier. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Ja, okay. Dann, naja, machen wir das jetzt einfach mal. Das ist der grausame Captain Calloway. Oh. Ich kenne euch. Ihr seid Calloway, der Pirat. Alto, quiero hablar contigo. Bitte, tötet mich nicht. Warum auch? Gold habe ich ja schon. Oh, ich merke gerade, ich werde jetzt auch die Assassinen klingen. Und ich kann Pistolen benutzen und ich kann Gold werfen. Ah, schön. Okay. Das machen wir vorerst mal noch nicht. Weiter hier mit die Aufträge. Ich muss zu den Docks. Wie weit haben wir dann noch? Oh, hoppla. Entschuldigung. Das war Steam. Naja, sind wir ja kletter. Material ist da. Duncan, hier drüben! Ja, ja, bin ja schon da. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Na, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später.
Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Der schreit ja schon fast danach, als würde da irgendwas schiefgehen. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Torres hat eine Anzeige, also muss man den scheinbar beschützen. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse? So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ei. Hoffentlich. Das war der Plan. Oder auch nicht. Ich mag keine Templer. Zu ungerecht. Ihr stimmt fast nicht. Bleibt bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Assassinen! Ja, ja, klar. Da oben! Sie sind auf den Dächern! Sind auf den Dächern. Okay, dann glaube ich, muss ich nach oben. Du stirbst. Sie können überall sein. Oh, da drüben ist der Nächste. Und da ist gleich noch einer. Oh. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Okay, die auf die Dächer sind wieder weg. Gut. Stützt den Weisen! Oh, wo ist unser Torres da hinten? Hinterher! Ja, du standst im Weg. Ah, nicht mich wegreißen. Böse Assassine. Okay, wir haben es scheinbar schon geschafft. Wie so Roberts, glaube ich. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Schnell ist gar kein Ausdruck. Die rennt ja wie nur was. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Okay. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Da ist er schon. Hallo, kommst du hoch? Kommst du hoch? Na, scheinbar nicht. Komm ich runter. Ah, lol, den hatte ich doch gerade schon. Eieiei. Jawohl. Da ist er. Gut gemacht, Schoßhof. Schweig!
Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Scheinbar sind wir mit ihnen doch noch länger unterwegs. Ah.